Ich habe für die Holsteins jetzt noch ein paar Neuigkeiten zu Bullen, wobei der Bullenteil etwas kürzer geraten ist dieses Mal. Das hat zwei Gründe, da komme ich gleich kurz drauf. Und es gibt deutlich mehr Aktuelles zu berichten, was die Zuchtwerte angeht, weil wir vier neue Merkmale haben in der Zuchtwertschätzung, jetzt gerade aktuell in der April-Zuchtwertschätzung bei den Holsteins. Das erste würde ich auch durchaus herausstellen wollen, weil es eben lange gedauert hat, bis der Zuchtwert da war und das Merkmal entwickelt wurde. Das ist der Zuchtwert für Persistenz bei den Holsteins, der jetzt das erste Mal veröffentlicht wurde. Der grenzt sich in seiner Struktur und in seiner Aussagekraft etwas ab von den klassischen Persistenzzuchtwerten. Also wie er aus meiner Sicht zum Beispiel auch bei Fleckvieh geschätzt wird. Typischerweise sind die Persistenzzuchtwerte eigentlich darauf ausgerichtet, flache Laktationskurven in den Vordergrund zu stellen und sozusagen positiv hervorzuheben. Also Tiere, die ihre Milchleistung sehr lange halten, typischerweise über die Standardlaktation. Das sind eigentlich aus meiner Sicht die klassischen Definitionen. Der jetzt bei den Holsteins veröffentlichte Zuchtwert, der hat einen etwas anderen Fokus, und zwar einen viel stärkeren Fokus darauf, verlängerte Laktationen über den Persistenzzuchtwert stärker abzubilden. Also Laktationen, die deutlich über 305 Tage hinausgehen. Das Thema mit den männlichen Kälbern ist gerade schon angesprochen worden, in dem Fall jetzt für Braunvieh. Das ist bei Holsteins durchaus ein ähnliches Thema, und deswegen ist dieser Zuchtwert ein Stück weit darauf fokussiert. Das heißt, er fokussiert darauf, das jetzt stärker in den Fokus rückende Werkzeug, die Laktationen zu verlängern, und zwar deutlich über 305 Tage hinaus, ne? Also in der Praxis sprechen wir dann ja eher über 400 Tage plus und deutlich darüber hinaus perspektivisch. Und eigentlich zielt dieser Zuchtwert darauf ab, ein züchterisches Werkzeug zu haben, um das besser abbilden zu können. Und als Grundlage nutzt er die Laktationskurven, die vielleicht der ein oder andere vom Fleckvieh kennt, ich hatte ja angesprochen, bei den Holsteins aktuell nicht veröffentlicht werden in dem Sinne, und nutzt dafür die Steigung dieser Laktationskurve von Tag 150 bis Tag 305, also das letzte Drittel der Laktation im weitesten Sinne, oder die letzte Hälfte, die letzten zwei Drittel, ja, eher zwei Drittel der Laktation. Und das von der ersten bis zur dritten Laktation. Also die Laktationen sind gleichgewichtet in diesem Zuchtwert, in dem Verlauf. Und damit blendet er diesen ersten Teil der Laktation, also den Start der Laktation, ein Stück weit aus und ist dementsprechend auch kein züchterisches Werkzeug, um, ich sage jetzt mal, eine flache Laktationskurve mit geringen Einsatzleistungen oder so abzubilden. Das ist eben nicht der Fokus. Das ist, denke ich, wichtig herauszustellen, weil das ein etwas anderer Ansatz ist oder ein anderer Fokus ist, als die meisten anderen Persistenzzuchtwerte auch im Holstein-Bereich haben. Also gerade die internationalen Zuchtwerte, die es im Ausland gibt zum Teil, also in Holland beispielsweise oder auch in Nordamerika, die eher darauf abzielen, eben persistente Leistung über die Gesamtlaktation, und zwar die Standardlaktation in der Regel, abzubilden. Also da unterscheidet sich das etwas. Man sieht jetzt hier als Beispiel, um das etwas zu veranschaulichen, aus der Zuchtwertschätzbeschreibung des VITs eine Beispielkurve von Töchtern, also die Durchschnittswerte von die phänotypischen Laktationskurven bis Tag 400, also sehr weit hinausgehend für Eiweißkilogramm von Töchtern, und zwar jeweils von einem Top 25% Bullen, also der in den obersten 25% nach Zuchtwert gerankt ist, und einem Bullen, der in den untersten 25% gewichtet ist. Und man sieht sehr schön, dass der Zuchtwert das erreicht, was er eigentlich will mit dem Fokus, nämlich dass die Töchter der Bullen, die hochgerankt sind, deutlich länger, deutlich höhere Leistungen haben nach hinten raus, ne? Die haben einen Leistungsabfall, also ist jetzt nicht die flachste Laktationskurve, die man hier sieht, in beiden Fällen nicht, aber die eben nach hinten raus, gerade in die sehr langen, ins Ende der Laktation hinaus, der verlängerten Laktation hinaus, eben noch höhere Leistungen bieten. Wichtig dabei ist, dass die vielleicht auch noch als Ergänzung eingehen tun, die Eiweiß- und Fettleistungen. Also an der Stelle jetzt nicht Milchmenge oder sowas, sondern Eiweiß- und Fettkilogramm, die ja auch im Leistungszuchtwert, im RZM,
berücksichtigt sind. Genau. Also das vielleicht als Spezialität. Also deswegen ist das durchaus ein Zuchtwert, der besonders zu betrachten ist, gerade auch bezogen auf den Ökobetrieb. Auch für die Ökobetriebe ist eventuell das Mittel der verlängerten Laktation wichtig, also gerade auch für die Ökobetriebe, weil auch da das Thema der Bullenkälber wichtig ist. Aber es ist eben jetzt nicht ein Zuchtwert, den man einfach so per se vielleicht so im Sinne der flachen Laktationskurve mit geringen Einsatzleistungen einsetzen kann. Also nur, das bildet der Zuchtwert eben an der Stelle nicht ab. Und insofern sollte er auch nicht mit so einer Zielstellung ohne weiteres verwendet werden. Genau, das vielleicht einfach als Einführung. Ich komme gleich noch bei einem Bullenbeispiel. Das Einzige, was ich habe heute, komme ich noch kurz drauf, um das so ein bisschen einzuordnen. Jetzt kommen drei Exterieurmerkmale, die neu eingeführt wurden im Holstein-Bereich. Das eine ist die Euterbalance. Das ist also als Linearmerkmal eingeführt. Ist in der Einordnung vielleicht interessant und in der Zukunft vielleicht potenziell wichtig für Roboterbetriebe. Ich hatte jetzt mit ein, zwei Betrieben Kontakt, die in ihren Herden da Probleme festgestellt haben, also die zunehmend Tiere mit sehr hohen Hinteräutern und sehr tiefen Vorderäutern in ihren Betrieben oder Herden festgestellt haben. Und dann schlichtweg die züchterische Frage hatten, wie gehe ich jetzt damit um? Also was mache ich dann sinnvoll auf der Anpaarungs-, auf der züchterischen Ebene? Und da ist ein Merkmal wie die Euterbalance eben etwas, wo man systematisch vorgehen könnte, also was man bei der Anpaarung berücksichtigen kann. Es ist international auch an vielen anderen Ländern schon bestehendes Merkmal. Insofern ist das ein Stück weit eine Angleichung und bietet an der Stelle jetzt die Möglichkeit, eben ganz gezielt züchterisch auf den Ausgleich sozusagen, also auf das gleichmäßig verteilte Euter zu züchten, was die Balance angeht. Dann haben wir als weitere Ergänzung die Vorderbeinstellung. Wird dem einen oder anderen Praktiker sicherlich auch ein Begriff sein im Holstein-Bereich, mir als Klauenpfleger durchaus ein Begriff, weil das zumindest gefühlt, ohne das jetzt belegen zu können, an Daten zunimmt in der Praxis. Also die eher schwierige jetzt hier mit vielleicht der Note 1 aufgezeigte, stark nach außen gehende Vorderbeinstellung nimmt in gewisser Hinsicht zu, also zumindest, wie gesagt, gefühlt aus der praktischen Perspektive. Das ist sicherlich auch der Grund, warum dieses Merkmal kommt. Die Hintergründe sind vielleicht, kann man sich sicherlich darüber streiten, woher es kommt, aber an der Stelle haben wir jetzt auch eine Möglichkeit, eben ganz gezielt auch das in der Zucht und in der Anpaarung systematisch zu bearbeiten. Insofern ein großer Fortschritt und dient sicherlich ein Stück weit ähnlich wie es in der Hinterhand auch so ist, dient es einfach dem Ideal der Zielstellung, eine parallele Beinstellung zu haben vorne. Wobei an der Stelle mir wichtig wäre zu sagen, dass das ein Stück weit sicherlich ganzheitlich zu betrachten ist. Das heißt, es muss ein bisschen im Kontext des Gesamtkörperbaus betrachtet werden. Eine vorne sehr schmale Kuh wird in der Tendenz sicherlich auch eher im Extremfall eine starke Stellung nach außen haben in der Vorderhand. Und insofern ist das einfach was zu berücksichtigen ist. Also das heißt, man sollte es nicht isoliert betrachten, man sollte es gemeinschaftlich betrachten und auch eine schlechte Klauenpflege kann zu einer Note 1 führen im schlimmsten Fall, wenn man da gar kein Auge drauf hat. Genau, aber an der Stelle durchaus eine gute Entwicklung. Das Letzte ist die Rippenstruktur. Das ist im weitesten Sinne auch eine Angleichung an internationale Verhältnisse, ersetzt den Milchcharakter, das klassische Milchcharaktermerkmal, also die Schärfe im Widerriss, die ursprünglich in der linearen Beschreibung enthalten war, und setzt da jetzt viel stärker den Schwerpunkt auf die Ausprägung der Rippen, also die Schrägheit und Ausprägung der Wölbung der Rippen. Der Milchcharakter ist komplett raus, also das Merkmal wird als solches nicht mehr erhoben, wie es auch in vielen anderen Ländern der Fall ist. Also das ist eher eine Angleichung an die internationalen Verhältnisse. Hat den positiven Nebeneffekt, dass anders als der Milchcharakter, der eine stark negative Korrelation zur Stärke vor allen Dingen auch hatte, und zum Beispiel auch zum BCS, haben wir jetzt ein Merkmal, was an der Stelle züchterisch günstiger korreliert. Und sicherlich das, was vielleicht langfristig auch nachhaltig unter dem Aspekt Milchtyp gewünscht ist, stärker repräsentiert als das, was der klassische Milchcharakter immer getan hat. Genau. Ich
wollte ursprünglich, das ist aber jetzt aus Zeitgründen, insofern passt das ganz gut, kann ich jetzt nicht nochmal einen zusätzlichen Blick auf Empfehlungslisten werfen, weil die zumindest was unsere eigenen Listen angeht für den Holstein-Bereich noch nicht fertig geworden sind. Wir hinken immer so ein bisschen hinter der Zuchtwertschätzung hinterher und wir haben leider nicht die gute Situation oder noch nicht, wir haben sie bald, hoffentlich im August dann, dass wir einen Gesamtzuchtwert haben, aus dem man schnell eine Topliste erstellen kann oder relativ schnell eine Topliste erstellen kann. Das heißt, da hatte ich ja auch darauf hingewiesen in meinem Vortrag, dass wir dann so scharfe Kriterien wählen müssen, also Mindestkriterien in dem Fall, die dann so Mindest- oder Maximalwerte darstellen. Ich hatte beim letzten Mal die Schwarzbunten vorgestellt und da auch so einen Vergleich gemacht. Diesmal wollte ich die Rotbunten etwas stärker in den Vordergrund rücken und nochmal darauf hinweisen, also wir machen das aktuell über den RZN vor allen Dingen und dann mit Zusatzkriterien bei der Größe und beim BCS. Und ich habe jetzt ein Beispiel für einen Bullen, der bei uns im weitesten Sinne, wenn man sie jetzt vergleichen würde, mit der ÖZW-Liste vergleichbar ist, also den sicher Nachkommen geprüften Bullen, die bis in die dritte Laktation Töchter haben und dann eine hohe Sicherheit, gerade auch im Nutzungsdauerzuchtwert. Das ist ein Bulle, der Master rennt, der auch noch verfügbar ist. Auch nicht ganz, ganz alt, also der ist mit 2014 geboren, ist er jetzt gerade so der, das sind jetzt die Jahrgänge, die sehr sicher Töchter geprüft sind im Holstein-Bereich. Und auch noch verfügbar sind, noch verfügbar, da sollte vielleicht der Fokus drauf liegen. Das ist ein Bulle, der bei uns relativ hoch drin steht. Der hat ein RZN von 120, also sehr überdurchschnittlich und sehr sicher. Wenn man sich jetzt so das Vererbungsprofil anguckt, dann ist das gleichzeitig durchaus ein Bulle, der auch relativ hoch und relativ sicher den RZG vererbt, also durchaus auch nach Gesamtzucht, nach klassischem konventionellen Gesamtzuchtwert, dann einfach ein empfehlenswerter Bulle ist. Bringt hohe Gesundheitszuchtwerte mit sich. Und wenn man jetzt aber diese Aspekte BCS zum Beispiel betrachtet, dann merkt man, dass das jetzt nicht ein Bulle ist, der überdurchschnittlich konditionierte oder überdurchschnittlich Körperkondition vererbt. Und das ist gleichzeitig auch ein bisschen so ein Hinweis darauf, wo sich unsere Rotbundliste so ein bisschen einsortiert und sicherlich auch ein Stück weit ein Hinweis darauf, wo der Rasseschwerpunkt liegt. Weil es durchaus schwierig ist, im Rotbundbereich Bullen zu finden, die eher kleinräumig vererben und dann aber gleichzeitig noch relativ gut konditionierte Töchter machen. Also das ist eher schwerer zu finden. Und was ich spannend fand, deswegen habe ich den jetzt auch noch mal einmal rausgegriffen, so ein bisschen vielleicht auch aus der Not heraus, weil ich jetzt nicht so ganz viel geschafft habe vorzubereiten, was die Einzelbullen angeht, kann man an dem durchaus zeigen, was wir versuchen, mit dem Ökozuchtwert so ein bisschen besser abzubilden, nämlich dass das ein Vererber ist, der einen relativ hohen Mengenzuchtwert hat, aber schlechte Inhaltsstoffe oder eher schlechte Inhaltsstoffe. Und das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass das ein Bulle ist, der dann eher etwas niedriger gerankt wird in dem Ökozuchtwert. Genau. Was ich jetzt noch zusätzlich machen wollte, ist einmal kurz einzuordnen, wie die Exterieurzuchtwerte, die neuen Exterieurzuchtwerte zu bewerten sind, wenn ich mir jetzt so einen Bullen anschaue. Ich habe hier die Zuchtwerte für die Rippenstruktur einmal aufgetragen, die Vorderbeinstellung und die Euterbalance und zusätzlich noch den Persistenzzuchtwert, das ist jetzt schlecht zu veranschaulichen, weil es leider auch eben keine Laktationskurven gibt von so einem Bullen aktuell. Aber zumindest was die Exterieurmerkmale angeht, lässt sich das gut zeigen, dass er eben in der Euterbalance sehr ausgeglichen vererbt. Das heißt, er macht Töchter mit ausgeglichenen Eutern. Also das, was letztlich das, oder zumindest in der Tendenz das, was wir wollen, ist, eignet sich an der Stelle aber auch nicht als Ausgleichsbulle, ne? Das heißt, ich kann an der Stelle nicht mit dem Bullen Unausgewogenheiten ausgleichen und vielleicht in der Tendenz eher eine Balance herstellen, aber nicht vielleicht in dem Maße, wie ich das eigentlich möchte, unter Umständen. Er macht aber sehr korrekte Vorderbeine. Also das ist sicherlich auch was, wo man sagen kann, das passt dazu, dass er auch alte Töchter macht, also in der Nutzungsdauer stark vererbt. Das würde man an der Stelle auch erwarten, also korrekte Fundamente. Das spiegelt auch ein Stück weit der Fundamentzuchtwert wider. Also das passt. Genau, in der Rickenstruktur macht er eher gewölbte Töchter, also das heißt substanziell und auch da eher, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht übermäßig milchtypische, aber eben funktionelle milchtypische Kühe. Also das passt, ne? Geht in die richtige Richtung vielleicht. Und bei der Persistenz ist er überdurchschnittlich, das heißt, er hat nach hinten raus durchaus Töchter, die auch lange ihre Leistung halten, aber jetzt nicht komplett überdurchschnittlich, ne? Das ist so ein bisschen das vielleicht zur Einordnung der neuen Merkmale. Das ist ein Bulle, der, wie gesagt, bei uns in den Empfehlungslisten mit drin steht. Also wo man jetzt sagen würde, nach unseren Kriterien, ohne dass man einen Gesamtzuchtwert hat, ist der durchaus empfehlenswert und in dem Fall jetzt auch noch verfügbar und einfach sehr sicher einsetzbar. Also
ein bewährter Vererber. Was man vielleicht im Hinterkopf haben sollte, sind die Leistungszuchtwerte an der Stelle. Also das ist zu berücksichtigen bei der Anpaarung. Das ist gerade für inhaltsstoffschwache Kühe nicht der sinnvolle Anpaarungspartner an der Stelle. Genau, das war so ein Stück weit der kurze Punkt. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen über der Zeit. Insofern habe ich heute ja schon sehr viel geredet. Dann passt es, dass wir da den Abschluss finden.